Wir sind bei Hasbro und neben mir ist die Anna und wir sprechen gleich über Monopoly Voice Baking. Aber ich würde sagen, im Vorfeld stell dich doch mal selbst kurz vor. Ja, gerne. Hallo, ich bin Anna, arbeite bei Hasbro und bin da Brandmanagerin für Monopoly. Monopoly ist ja mit diversen Versionen schon weltweit bekannt. Das ist aber jetzt schon mal so ein bisschen was Neues. Man sieht, man hat einen Hut in der Mitte stehen. Es gibt nicht mehr so viele Karten. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Genau, richtig. Also eigentlich ist das Spielprinzip wie bei dem klassischen Monopoly. Die große Besonderheit hierbei ist jetzt der unser Sprachassistent. Also kennt man ja von Alexa, Siri etc. Nur der Sprachassistent kann ich zum Beispiel aus dem Gefängnis rausholen oder dir einfach mal so eine Straße kaufen. Also ich glaube, sowas kann Alexa nicht. Nee, definitiv nicht. Und aber es ist auch, wenn du gerade schon Alexa und Co. ansprichst, es ist nicht mit anderen Sprachassistenten bedienbar oder kompatibel. Genau, richtig. Also das Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet, ist deswegen auch nicht mit Alexa oder Siri kompatibel, aber man ist halt quasi in seinem eigenen Universum und genau, richtig. Also das Spielprinzip bleibt ja nach wie vor Monopoly treu. Man zieht halt über das Feld, kauft Straßen, baut Häuser etc. Man sieht aber schon, dass es halt erstmal weniger Karten gibt. Es gibt ja jetzt nur 2 Straßen pro Farbgruppe und es gibt auch kein Geld mehr. Das wird ja alles digital gemacht. Und maximal 4 Spieler können hier spielen. Woran liegt das? Genau, richtig. Also es gibt jetzt bei manchen Farbgruppen gibt es ja bei dem klassischen Spielprinzip 3 Straßen. Bei dem sind wir jetzt auf 2 Straßen gegangen und 4 Spielfiguren. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher für den Sprachassistenten. Das heißt, es sind nicht so viele Daten auf den Sprachassistenten. Genau, macht das Spiel einfach einfacher und genau, nicht so kompliziert. Und wie funktioniert das, wenn ich jetzt übers Feld laufe? Also ich würfel ja ganz normal und lande dann auf einem Feld. Und was passiert dann? Genau, dann habe ich hier diese schöne Karte, das heißt, ich muss mir nicht alle Befehle merken, sondern ich kann immer wieder auf der Karte spicken, was für Befehle ich in dem Sprachassistenten eingeben kann. Also zum Beispiel, wenn man über loszieht, bekommt man jetzt 200 Monopoly-Dollar, dann drücke ich einfach auf meine Spielfigur, ich bin jetzt zum Beispiel das Auto, drücke dann auf meine Spielfigur, sage über losziehen und dann bucht er mir automatisch 200 Monopoly-Dollar auf mein Konto. Und wenn ich jetzt, wie früher hatte man ja Bahnhöfe gehabt, die konnte man ja auch für 200 Dollar kaufen. Die gibt es jetzt allerdings nicht mehr. Dafür gibt es jetzt Zugfahrten. Was passiert dann? Genau, richtig. Also die Zugfahrt ist auch eine Möglichkeit, die ich in den Sprachassistenten eingeben kann. Ich drücke auf mein Auto, sage Zugfahrt und dann sagt er mir, auf welches Feld ich mit der Zugfahrt fahren darf quasi. Und es ist ja so gewesen, viele Familien haben natürlich die Regeln so ein kleines bisschen angepasst, wenn beispielsweise jemand, wenn alle Straßen verkauft waren und irgendjemand hatte aber jetzt kein Monopol, dann war die Gefahr natürlich sehr hoch, dass der Spieler sehr früh ausscheidet. Wie ist das hier? Wann ist das Spiel zu Ende? Und es gibt ja auch noch Tauschmöglichkeiten. Wie funktioniert das Ganze? Genau, richtig. Also beim normalen Monopoly ist ja so, wer kein Geld mehr hat, ist aus dem Spiel raus und hat verloren. Bei dem Monopoly, keine Panik, hat man nochmal eine Chance. Das Spiel endet nämlich erst, wenn alle Straßen verkauft sind. Dafür ist es so, dass wenn man auf eine Straße landet, dass man sie entweder kaufen muss oder versteigert wird unter allen Mitspielern. Das heißt, das Spiel ist dann zu Ende, wenn alle Straßen verkauft sind und wer kein Geld mehr hat, darf trotzdem noch weiterspielen und hat die Möglichkeit, noch Miete zu kassieren und wieder Cash zurückzubekommen. Ich glaube, gerade dadurch, dass das Spiel endet, wenn alle Straßen verkauft sind, ist natürlich, also früher, ich kann mich daran erinnern, wenn wir Spieleabende hatten, kann so eine Monopoly-Runde schon mal 3 Stunden ausarten. Das ist ja hier nicht der Fall. Also sobald wirklich alle Straßen verkauft sind, ist das Spiel zu Ende und man kann ja dann, wenn man noch weiterspielen möchte, kann man ja eine neue Runde starten. Genau, richtig. Also es geht ein bisschen schneller als das klassische Monopoly. Dadurch, dass man, wenn man kein Geld mehr hat, trotzdem noch weiterspielen kann, aber wenn die Straßen verkauft sind, das Spiel zu Ende, geht das Ganze ein bisschen schneller. Und wenn man halt seine Hausregeln mitmachen möchte, zum Beispiel, wenn man eine Ereigniskarte Geld bezahlen muss, dass dann in die Mitte kommt und bei Freiparken die Mitte bekommt, dauert das Spiel natürlich länger, aber dafür hat man umso mehr Spaß. Definitiv. Und die Ereigniskarten an sich, also die Sachen wie beispielsweise, du hast im Schönheitswettbewerb gewonnen, du bekommst von jedem Spieler, ich weiß nicht, ob es 10 oder 50 Mark waren, und beziehungsweise Dollar, Mark ist ja auch schon wieder längst vorbei. Die Befehle sind aber noch die gleichen wie früher. Genau, also wenn man eine Ereigniskarte auf ein Ereignisfeld zieht, sagt man einfach Ereigniskarte und er spielt dann nach Zufallsprinzip eine Ereigniskarte aus, zum Beispiel wie bei einem Schönheitswettbewerb, und er bucht dann automatisch auch das Geld auf sein Konto auf. Okay, abschließende Frage. Wie wird das ganze Ding betrieben? Gibt es einen Akku? Gibt es Batterien? Wie funktioniert das? Genau, es sind Batterien. Es geht mit Batterien. Es sind Batterien enthalten, die zur Demo-Version sind. Das heißt, wenn man das Spiel startet, sollte man neue Batterien einlegen. Okay, super. Dann danken wir dir für deine Zeit und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön, dir auch.